Hallo und seid herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel in League of LOL. Wir spielen mal wieder gegen den Azir. Ich habe letzte Runde schon gegen Azir gespielt. War eigentlich eine Gameplay-Aufnahme, da habe ich seit Ewigkeit mal wieder Lux ausgepackt. War gar nicht mal so schlecht am Anfang. Später war es dann halt so, wie ich standardmäßig Lux spiele. Scheiße. Ja. Und jetzt habe ich halt wieder Vega ausgepackt, weil ich Bock drauf habe. Ja, und witzigerweise nochmal gegen den Azir. Ist aber nicht derselbe wie letzte Runde. Wäre eigentlich schön gewesen, wenn es derselbe gewesen wäre und ich dem absoluten Arsch aufreißen würde. Also ich habe jetzt Vega in Azir reingepickt. Ich habe keine Ahnung, ob man das tun sollte oder nicht, weil ich seit Season 5, glaube ich, nicht mehr. Seit 5 oder 6 nicht mehr gegen Azir im Midlane gespielt habe. Er ist ja dann komplett abgekackt. Nachdem seine Soldaten auch keinen Schaden mehr in Türmen gemacht haben. Da ist er dann voll abgekackt und er ward nie wieder gesehen. Also in der Solo-Queue sowieso kaum gesehen. Ja, und danach nicht mehr, gar nicht mehr. Ja, und jetzt wurde er, glaube ich, wieder gebufft oder durch die Runen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er anscheinend wieder da. Ja. Und wir... Also ich gucke jetzt mal... Was das Internet sagt zum Live-Game. Tarimas Jumper. Mastery. Gucken wir uns mal seinen Mastery-Score mit Azir an. So, erstmal schön den Namen hier kopieren, damit ich nicht selber tippen muss. Username. V. Also hier 15.372. Ja, gut. Mastery Level. Ist das 4? Ja. Champions with Level 5 hat da 2. Das sind Jayce und Twisted Fate. Twisted Fate mit 181.000. Also fast so viel wie ich auf Vega, aber keine S bekommen. Oh, damit geht's los. So, wir kaufen Dorans. Doch, wir kaufen Dorans Ring. Zwei Tränke. Das hier. Starten natürlich mit dem Q. Und gehen in die Lane. Und ich habe heute beim Schnitt gemerkt, Audio 40 ist etwas zu hoch. Jetzt regle ich es doch mal wieder auf 30 runter. Und drehe hier einfach etwas lauter. Ich hoffe, dass es jetzt keine eklige Rückkopplung gibt. Weil jetzt höre ich halt das direkt Monitoring. Ich spiele Vega. Wir sind effizient. Und alles, was wir tun, ist Wirf. Oh Mann. Ja, das Direkt-Monitoring. Hör ich jetzt halt auf den Boxen. Also, wenn ich LoL spiele, dann habe ich meistens kein Headset auf. Weil da kommt es mir halt nicht so sehr auf die Gameplay-Aufnahmen an. Und dass da vielleicht eine Rückkopplung drin ist. Wobei ich jetzt halt schon eher vorhabe, das Gameplay hochzuladen. Wobei ich heute ja auch erst mein... Nennen wir es mal interessantes Vega-Gameplay hochgeladen habe. Part 1 und 2. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also, ich habe es versucht, vollständig zu rendern, ja? Geschnitten und alles. Ja, kein Zugriff auf die Datei. Hab mehrmals versucht, es zu rendern. Hab versucht, es mit anderen Einstellungen zu rendern. Also mal auf 720, dann mal auf 30 FPS. Also, bin schon runtergegangen mit den Einstellungen. Eigentlich zu meiner Unzufriedenheit eingestellt. Weil ich finde, LOL kann man sich nicht anders als in 1080 geben. Aber gut. Und vor allem nicht weniger als 60 FPS. Also ich habe versucht, auf 30 FPS zu spielen, weil... Ne, auf meinem Laptop lief Minecraft nach den ganzen ekligen Updates auch nur noch auf 30 FPS. Und meine Güte, das hat vollkommen gereicht. Aber LOL, meine Fresse. Unter 60 FPS geht ja mal gar nichts. Ah, fuck. Voll verkackt. Ah, sie hat den Mana-Schild drin. Ah, ich habe jetzt Ultimate Head drin, oder? Nee, hab auch die Mana-Barriere. Wo ist der Kuchen? Ja, auf jeden Fall habe ich da alles versucht. Nichts hat funktioniert.
Dann habe ich irgendwann aus Verzweiflung zwei Parts gerendert. Dachte mir so, ja gut, in YouTube über das Videoschneidegedöns kann man das ja zusammenfügen. Das ging auch nicht übrigens, weil das wurde rausgenommen von YouTube. Wird nicht mehr angeboten in dieser Funktion. Ja. Das wäre meine einzige Hoffnung gewesen, daraus ein Video zu machen. Dann ist mir eingefallen, vielleicht funktioniert es mit meinem Schnittprogramm nicht. Probieren wir halt mal Windows Movie Maker, weil der ist ja zum Schneiden und Rendern eigentlich auch tauglich. Nur nicht, um irgendwas drauf zu editieren, wie zum Beispiel ein Overlay. Aber das war ja bereits drauf gerendert. Also das musste ich ja nicht mehr einfügen. Ich brauchte ja nur noch ein einziges Video. Also habe ich beide Dateien eingefügt. Beide vollständig gerenderten Dateien, by the way. Also in zwei Parts konnte ich es rendern. Ja, und dann lasse ich das halt beim Movie Maker durchlaufen. Das geht auch ziemlich zügig durch sogar. Gut, weil halt nicht so viel drauf gerendert werden muss. Also musste ja das Overlay nicht mehr erstellen, sondern einfach nur die zwei Videos zusammenfügen. Ja. Und da sagte mir auch, ja, ich habe keinen Speicherzugriff. Meine beide Videos sind knapp 2 bis 3 GB groß. Also 2,5 bis 3 GB. Das ist zwar eine Hausnummer, aber ist jetzt nicht so viel. Ich habe eine Festplatte mit 1,1 Terabyte freiem Speicher. Das heißt, Speicherzugriff müsste ich eigentlich haben. Ja. Beziehungsweise genügend Speicher müsste ich ja haben. Die Festplatten waren auch alle angeschlossen. Die sind seit Ewigkeiten auch wieder nicht bewegt worden. Nicht, dass da irgendwie ein Kabel rausrutscht und ich auf einmal keinen Zugriff mehr habe. Die sind auch richtig formatiert, da liegen auch keine Störungen vor. Also ich halte meine Festplatten immer top. Weil ich halt echt Angst vorm Datentod habe. Weil ich habe alles auf meinen Festplatten. Also gut, ich habe meine ganzen Daten auch auf meinem Laptop. Einfach auch mit aus Sicherheitsgründen. Also nicht Sicherheit für Privatsphäre, sondern Sicherheit für, falls mir halt doch mal eine Festplatte abkackt. Da ich meine Daten doppelt und dreifach gesichert, also ja, ne? Meine privaten Daten sind halt vom Datentod mehr oder weniger sicher. Außer uns fackelt die Hütte ab, aber dann sind gedruckte Fotos auch nicht sicher. Also es geht nicht hauptsächlich um Fotos und derlei Andenken. Ja gut, und vielleicht geschriebene Arbeiten. Da ich auch teilweise echt einiges an Zeit rein investiert, was ich da getippt habe. Ja. Und dann habe ich eben versucht, es zusammenzuschneiden. Ja, und das ging dann wieder nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also, mir wird gesagt, ich habe entweder keinen Schreibzugriff auf die Dateien. Diese Dateien sind von mir erstellt und geschnitten. Ne? Oder ich habe keinen Speicher. Ich habe eine Festplatte mit 1,1 Terabyte. Ein Video von 51 Minuten Länge. Wird doch bitteschön keine 2 Terabyte fressen. Also das kannst du mir nicht erzählen. Ich kenne mich zwar nicht mit Technik aus und weiß nicht, wie groß diese Dateien werden. Ne, aber du kannst mir nicht erzählen, dass ein 51 Minuten Video 2 Terabyte frisst. Jetzt habe ich das halt in zwei Parts hochgeladen. Konnte es eben nicht zusammenschneiden, weil YouTube diese Funktion leider rausgenommen hat. Die Funktion des Zusammenschnitts. Die wollte ich eigentlich in Zukunft auch noch sehr gerne nutzen. Also finde ich echt persönlich sogar sehr kacke, dass YouTube das entfernt hat. Weil ich hatte schon tatsächlich ein paar Pläne damit gemacht, das zu nutzen. Oh wow. Ich habe jetzt auch wieder so ein richtiges Premium-Team. Ah, Ezreal spielt aber zum Glück mit Dingens hier. Kleptomancy. Oh wow, das Minion bewegt sich genau dem Moment da weg. Amsiges Arschloch-Minion. Ein Ernstes. Wow. Es
Es wurde kein Schaden an diesem Menü gemacht. Seit 3 Minuten. Und genau dem Moment, wo ich darauf halte, kippt's um. Nö. Einfach nö. Oh, ein Fire Drake wäre super nice. Bitte mach den Drake. Aha, du hast in dem Pink drin zu stehen. Danke. Danke für diese große Hilfe. Fick dich! Ich habe weder Leben noch Mana. Ich kann euch keine große Hilfe da unten sein. Ich werde ein Monument. Das schafft ihr doch auch alleine. Also meine Fresse, kackt euch nicht ein. So, ja. Also 2 verschiedene Dateien von knapp 24 Minuten Länge zu rendern. Das ging. Aber eine Datei mit 51 Minuten Länge geht nicht. Also die beiden Dateien haben jetzt zusammen nicht mal 10 GB. Also zusammengerechnet, nicht zusammengeschnitten. Also werden die doch zusammengeschnitten auch nicht mehr als 10 haben. Maximal 15, bitteschön. So kacke kann das MP4-Format nicht sein. Dass es ab, weiß nicht, 40 Minuten Länge exponentiell steigt. Also ich habe Videos von 40 Minuten Länge, siehe Mass Effect. Ich habe Videos von 45 Minuten Länge, die ich ohne Probleme geschnitten gekriegt habe. Und die sind maximal 5 bis 6 GB groß. Also, wie gesagt, du kannst mir nicht erzählen, dass das Video dann auf einmal von 4 GB auf 1 Terabyte springt. Bitte. Oh, so armselig. Kommt er nicht mal alleine klar. Ah, ich habe ja auch falsch gebaut. Wobei, Morello First ist gar nicht mal schlecht. Wenn du Rod of Ages baust, solltest du das halt zuerst kaufen, damit du halt deine Stacks zusammenkriegst. Aber ja, Morello First ist gar nicht mal schlecht, wenn du nicht Rod baust. Aber der Azir hat keine Assist, damit bin ich zufrieden. Echt, Azir-Spieler werden verbrannt. Ah, der ist Top-Lane. Da komme ich nicht ran. Okay, der Busch hier ist nicht gewardet durch Azir. Jetzt ist er gewardet. Und Azir hat halt Schaden gefressen. Ich
kann mein Q zum Farmen verwenden. Ich kann es aber auch verwenden, um dir einen Arsch aufzureißen, Junge. Denkst du, ich falle auf dein Bait rein? Jetzt garantiert Warwick im Busch gerade. So, ich brauche keine Gangs, um dir den Arsch aufzureißen. Oh, da ist nur Riven. Oh, da stirbt eine Nidalee. Und da kommt kein Schaden mehr durch. Okay, noch mehr von euch? Ich hab Bock. Und ich habe auch in 30 Sekunden meine Ult wieder ab. Na, Azir, langsam Panik. Tschüss. Oh nein, Lag. Scheiße. Nice. Hä, hatte ich mir von nicht Schuhe gekauft? Bin ich jetzt... Jetzt bin ich endverwirrt. Weil die Schuhe standen auch als Kauf bestätigt da. Ich habe absolut keinen Plan, was passiert ist. Aber kein Wunder, dass ich das Lauftempo von einem Stock habe. Nope. Ja, Leute, es ist Schaden im Haus. Auch an dieser Stelle ist Schaden im Haus, Warwick. Na, kriege ich jetzt meine 200.000 Punkte zusammen mittlerweile? So, wir gehen wieder back. Besorgen uns jetzt ein essentielles Item, falls wir nicht vorher drauf gehen. Gut. Nämlich unsere Slowing Crystals. Ich weiß, das war jetzt ein sehr armseliges Englisch.
Oh fuck, ich muss noch 2 Mails schreiben. Oh. Also die eine ist jetzt nicht so wichtig, aber die andere schon. Boah, ihr seid so eine dumme Wichser, ey. Sterbt doch einfach. Sterbt. Ah, Kacke. Mein W ist nicht mehr durchgekommen. Hat er gerade ernsthaft versucht, das die Ward zu queuen? Aber gut, wenn man halt so im Ezreal-Spiel drin ist, ne? Das ist halt die übliche Kombo Attack, Q, Attack. Ist man halt drin. Passiert. So. 4,08 Sekunden Cooldown auf meinem W. Ja, dann nehme ich die Schuhe doch gleich mit. Na, überlebt ihr es dort unten? Oder braucht ihr Hilfe? Nein, ihr braucht keine Hilfe. Und ihr weiß schon, dass ihr Türme auferstehen lassen kann. Ach, es ist so befriedigend, einen Asir zu ulten. Ach, schade. Meins? Ich liebe diesen Champion. Ich kann nichts dafür. Wie viel Schaden ich ja auch einfach am Turm mache. Was? Ich habe halt nur 588 AP, ne? Der Toplane will auf den Sack kriegen, okay. Well, never mind. Ich geh weg. Besorg mir einen großen Stab. GG. Tschüss. Zurück in Client. Jo, wen soll ich denn jetzt honoren? Ach, Udyr. Der war eigentlich ganz so gut. Also, er hat mir Kills beschert, ne? Das finde ich gut. Na, ja, S- mit Vega. 893 Punkte. 07 Asir. Das ist sehr befriedigend zu sehen, wenn man gerade von einem Asir zerlegt wurde. War halt auch ein Asir Main, gegen den ich vorhin gespielt habe. Ich weiß, wie es mit Mains ist. Ja. Ich bedanke mich. Halt. Mehr Details. Ich will mir mal den Damage-Graphen ansehen. Grafiken. Ficken. Ja. 17.000. Wow. Also ihr hat... Wir blenden diese Grafik aus. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.